Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zusammengebaut Video. Ich habe die internationale Raumstation gebaut. Lego hat uns das Set dankenswerterweise zugeschickt für unser Review. Erhältlich ist das Set ab dem 1. Februar exklusiv in Lego Stores und im Lego Online-Shop. 864 Teile, UVP 69,99 €. Das ist erstmal in meinen Augen ein fairer Preis für ein Set, das ich gestern Abend gebaut habe und dabei viel Freude hatte. Der Zusammenbau hat mich jetzt nicht völlig aus dem Häuschen geschmissen. Die Redewendung gibt's nicht. Das habe ich jetzt nicht völlig vom Sockel gehauen. Aber es hat Spaß gemacht und darum geht es ja. Es kommen nicht völlig verrückte Bautechniken hier zum Einsatz, aber es gibt doch einige schöne Spielereien, zum Beispiel hier beispielhaft die Rollschuhe oder im Weltall wird hier mit Dark Grey mit dunkelgrauen Barren gezahlt. Also das alles ist hier enthalten. Dann haben wir, wenn wir unten mal schauen, auch noch einige Gimmicks. Wir haben die Soyuz-Kapsel, mit der gelandet wird. Wir haben auch das Space Shuttle, was ich hier mal so ganz lustig reingestellt habe, was da parkt. Und wir haben von diesen Mikrofiguren zwei, die waren auch schon dabei bei der Rakete. Sehr löblich ist, dass wir hier tatsächlich nur bedruckte Elemente dabei haben. Also diese Platte hier, diese Plate, International Space Station, ist insofern genauso bedruckt wie viele andere Elemente auch, unter anderem alle Solarzellen hier. Das sind alles bedruckte Elemente. Wir haben noch mehr Prints, zum Beispiel hier. Also das alles gefällt mir sehr gut. Ich bin kein Freund von Aufklebern und wurde hier entsprechend verschont. Ich konnte alles bauen, ohne irgendwas kleben zu müssen. Hier ist die Anleitung. Ein Buch. Vorab geht es dann los mit Informationen zur der Geschichte. Also zunächst mal klar, 20 Jahre kreist die ISS schon über unseren Köpfen. Ich habe sie auch schon einmal gesehen und übrigens auch mit zwei Astronauten schon gesprochen. Mit zwei Kommandeuren. Chris Hadfield ganz kurz und mit Alexander Gerst. Das war ein ganz, ganz herausragender Tag in Hamburg. Also ein unfassbar gescheiter Mensch, der da oben auch einiges bewirkt hat. Hier haben wir das Design-Team an Billund. Das ist der Fan-Designer, der das Ganze halt aus der Koffer gehoben hat. Und dann haben wir den Hinweis, 10 Jahre Lego Ideas, denn das Ganze war ja eine zweite Chance. Das heißt, wir konnten abstimmen und haben dann entsprechend die ISS gekürt, nachdem das erste Mal nicht als Set realisiert wurde. Das sind weitere Ideas-Sets, auch Kursu, der Vorgänger. Natürlich hier die Saturn V, eine der coolsten Sets aller Zeiten. Das davon die Designer, die Fan-Designer. Und dann geht es munter weiter. Insgesamt haben wir hier, was den Umfang anbetrifft, 123 Seiten und 144, glaube ich, waren das hier, 145 Bauabschnitte. Und das Ganze geht entspannt, locker, flockig von der Hand. Es bereitet Freude und es ist halt nicht das völlige, herausragende Bauerlebnis, wie zum Beispiel das Stadion, was hier steht. Insgesamt gibt es einige schöne Blickwinkel. Es kann alles sehr schön verstellt werden, was ich sehr angenehm finde. So ist es beim Original ja auch. Immer quasi dahin verstellen, wo die Sonne kommt. Ich habe gerade aktuell übrigens zwei Sonnen. Und was ich hier auch noch löblich finde, dass wir tatsächlich schöne Blickwinkel haben. Man kann die Raumstation so wunderbar mit dem Auge absuchen und dann tatsächlich nachfühlen, wo dann welche Kapsel ist und welches Modul und wo vielleicht dann irgendwie die Aussichtsplattform ist. Also das finde ich richtig gut und insofern würde ich sagen, gibt es hier wenig zu bemängeln. Eine Sache habe ich im Review auch zusammengebaut, kritisiert. Ich bin zwar Orange-Freund, aber ich finde das Orange hier auf der Rückseite schon relativ prägnant. Es gibt halt nicht so große goldene Platten. Hier, die gibt es ja diese 1x1-Bricks, aber halt nicht so groß. Vielleicht wäre schwarz eine Option gewesen. Aber je nachdem, wie das Licht drauf scheint, wenn man bei Google mal guckt, beim Original, da gibt es auch schon verschiedene unterschiedliche Farben. Insofern ist es jetzt erstmal kein Riesenbeinbruch. Ich finde nur, wenn man so guckt, es ist schon recht dominant. Ansonsten kann alles verstellt werden. Wir können hier alles lustig drehen. Wenn ihr also sagt, das Ganze soll irgendwie in schmale Regal passen, geht natürlich. Und so ist halt auch im Original. Also, wie gesagt, je nachdem, wie die Sonne steht, werden ja die Paneele auch gedreht und die Solarzellen und dann wird ja entsprechend wieder Luft, es kommt
ich sag schon Luft getankt, Sonne getankt. Es kommt gerade eine Breaking News rein. Wenn man das Ganze mit dem Handy filmt, ist man auch mal kurz abgelenkt. Gut, also, ich bin ja durchaus angetan, nicht völlig aus dem Häuschen, aber ich bin Raumfahrt-Fan, ich bin Adult-Fan of Lego, insofern ist das ja wirklich ein richtig cooles Set. Wenn ihr sagt, ich bin da noch nicht ganz sicher, es kommen noch weitere Ideasets in diesem Jahr, insofern ist da keine absolute Eile geboten. Und wenn ihr sagt, Mensch, mir sagt das zu, es gibt hier nichts groß zu kritisieren, das Ganze ist auch stabil gebaut, der Sockel, wie gesagt, ist hier drunter, das Ganze kann auch abgehoben werden, mit einer Hand geht das jetzt bestimmt schief, ich räume jetzt schon die Figuren hier unten ab, also es sitzt hier auf mehreren Noppen analog so eines Stockwerks der modularen Gebäude auf. Und insofern rundum eine richtig coole Geschichte und die International Space Station, also heute ist ein langer Tag, steht hier also vor mir, oder auch die Internationale Raumstation, so kann man es natürlich auch sagen. Das war's für heute. Wie immer, eure Meinung interessiert uns in den Kommentaren unter diesem Video und das ausführliche Review mit vielen Detailbildern und meine ausführliche Meinung ist auch online auf zusammengebaut.com. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video und ein letztes Mal, das ist sie, die International Space Station. Es geht doch. Gehabt euch wohl. Tschüss.